Ich bin gebeten worden, so würde ich sagen, zu dem Thema insektenfreundliches Gärtnern im Kleingarten zu sprechen. Es ist ein großes, weites Feld. Und wie es sich so gehört, muss das irgendwie eingeengt werden, sonst platzt das den, sonst sprengt das den Rahmen. Ich habe versucht, euch jetzt überwiegend nur Bilder zu zeigen, nur Fotos zu zeigen. Ihr könnt euch also zurücklegen, ihr müsst wenig lesen, nehmt euch einen Tee oder einen Kaffee oder eine Brause oder ein Wasser oder esst was zwischendurch. Gerne, wir haben ja hier den Ton ausgestellt, von daher ist das auch das Schmatzen nicht zu hören. Und wenn, wäre das auch nicht schlimm. Ja, Nadine hat mich schon vorgestellt, jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Insektenfreundlich Gärtnern im Kleingarten heißt das Thema. Und ganz grundsätzlich würde ich erstmal vorausschicken, insektenfreundlich geht in jedem Garten, geht auf jedem Balkon und im Kleingarten ganz besonders gut, weil die meisten Kleingärten wie in einer Perlenschnur, jede Perle ein Kleingarten, nebeneinander liegen, manchmal sich gegenüberliegen und große Flächen, häufig sehr große Flächen schaffen. Und das schafft uns die Möglichkeit, hier in einem Verbundsystem von verschiedenen Kleingärten unterschiedlichste Strukturen im Kleingartenwesen an biodiversitätsfördernde Maßnahmen zu schaffen. Also das, was bei mir im Kleingarten nicht vielleicht funktioniert, weil ich mich entscheide, zum Beispiel keine Wasserfläche zu haben, könnte in dem übernächsten, drittnächsten, viertnächsten Kleingarten funktionieren, weil da die Kollegin sagt oder die Gartenfreundin sagt, oh, einen Teich wollte ich immer schon haben, Gartenteich ist ja bis 10 Quadratmeter laut Bundeskleingartenordnung möglich. Das lasse ich bei mir zu. Will ich sagen, Kleingärten sind super geeignet, um Biodiversitätsmaßnahmen zu befördern. Ich begrüße euer Projekt sehr, Nadine. Toll, was ihr angeschoben habt. Ja, ich habe jetzt 45 Folien mitgebracht, ganz bewusst nicht so sehr viel, weil ich jede Folie für sich sprechen lassen möchte. Ich führe jede Folie aus und mal sehen, was das macht mit uns. Ja. Diese Folie, da ist schon viel zu lesen, dann wird es weniger. Hier sehen wir mal in einem Diagramm dargestellt Säulen, rote Säulen und blaue Säulen, die unten drunter beschrieben worden sind. Und diese Beschreibung, die steht für eine Gruppe von Insekten. In der Insektenkunde sprechen wir hier von Insektenordnung. Und es fällt auf, dass bestimmte Insekten ihr schon mal gehört habt vom Namen. Schmetterlinge zum Beispiel, Käfer, Blattläuse, kennt ihr auch vom Namen her, die machen sich ja gerne an unseren Kulturen fest. Ja, und diese roten Säulen, die vier linken roten Säulen, Hautflügler, Zweiflügler, Käfer und Schmetterlinge, sind ziemlich artenreiche Gruppen, ganz artenreiche Ordnungen. Wir sehen auf der linken Seite Zahlen stehen von 10.000 bis 1.000 und diese Zahlen beschreiben die Anzahl der Arten. Soll heißen, die erste Säule, Hautflügler, da geht die Säule bis über 9.000 Arten. Das heißt, 9.000 Hautflüglerarten befinden sich in dieser Ordnung. Was sind Hautflügler? Das sind Insekten, die mit ihren Häuten fliegen. Wie geht das? Naja, wenn wir uns eine Biene vorstellen, da haben wir die Vorstellung, dass ihre Häute, dass ihre Flügel aus Häuten bestehen. Dazu gehören aber auch Wespen, eine schöne große Gruppe der Wespen, die größte eigentlich, und Ameisen. Also Ameisen, Wespen, Bienen gehören zu dieser Gruppe. Zweiflügler, da gibt es die größte Gruppe innerhalb der Zweiflügler, sind Fliegen. Sehr bekannte Gruppe der Zweiflügler, der Dipteren, die fliegen also mit zwei Häuten oder mit zwei Flügeln.
Wir haben auch über 9000 Arten, also unglaublich artendivers. Das sind übrigens Zahlen, die für uns hier in Deutschland zählen. Wir haben in Deutschland allein 33.300 Arten, Insektenarten in 33 Ordnungen. Hier sind 12 Ordnungen dargestellt und in diesen 12 Ordnungen, diese 12 Ordnungen sind die häufigsten Ordnungen. Es gibt auch noch viele weitere Ordnungen, die sind nur wenige Dutzend bis wenige hundert Arten stark, aber die wichtigsten Ordnungen sind hier dargestellt. Die ersten vier roten Säulen, die umfassen schon 86% aller Arten der verbleibenden 33 minus 4 Ordnungen, also 29 Ordnungen. Das ist also ganz gewaltig, was sich in den ersten befindet, an artendivers. Bei Schmetterlingen sagt ihr vielleicht, oh, 3.500 Schmetterlingsarten, die kenne ich ja gar nicht. So viel gibt es doch gar nicht. Doch, gibt so viele Schmetterlingsarten. Wir unterscheiden die Schmetterlinge ganz allgemein in Nachtfalter und Tagfalter. Und hier sind die Nachtfalter die artendiverse Gruppe. Wir haben rund 200 Tagfalter und die restlichen Arten sind alles Nachtfalterarten. Das also zu diesem Diagramm mal dargestellt. Ja, wenn wir Insekten in unseren Kleingarten holen wollen, oder den Kleingarten fit machen wollen für Insekten, egal welche aus dieser Artengruppe, dann brauchen wir in erster Linie die Arten, die auch die Insekten gerne aufsuchen. Was wollen die Insekten denn von den Pflanzenarten? Da fallen mir gleich so mehrere Dinge ein, aber ganz wichtig vorweg ist die Information, dass Insekten alle Futter suchen an den Pflanzen. Und die Futteraufnahme und das Futterthema ist bei Insekten sehr vielfältig. Es gibt Insekten, die zum Beispiel den Pollen brauchen, den Pollen aufnehmen oder Nektar schlürfen. Es gibt aber auch genauso viele Insekten oder noch mehr, die gerne Blätter fressen oder den Pflanzenstängel anbohren und hineinkrabbeln und da drin weiterfressen. Und es gibt auch ganz zahlreiche Insektengruppen, die sich an den Wurzeln laben. Also auch das ist sehr artendivers. Also Pflanzen sind gut, um Futter zu bieten, aber Pflanzen sind auch gut, um Aufenthalt zu genießen, um zum Beispiel dort als Sitzwarte, als Ort, wo ich von abfliegen kann, einen Paarungsflug machen kann. Das Gezirpe von Grashüpfern als Warte, um den Raum zu beobachten. Pflanzen dienen aber auch zum Beispiel dafür, um Pflanzenhaare zu sammeln, um damit einen Ort, wo ich Jungtiere, meine eigenen Jungtiere verbracht habe, diese Höhle damit auszupolstern, um es gemütlicher zu machen für die eigenen Nachkommen, dass solche Polsterarbeit kennen wir bei einer Reihe von Wildbienenarten, zum Beispiel der Wollbiene, die ja so heißt, weil sie Pflanzenhaare als Pflanzenwolle sammelt, um damit ihre Nachkommen, die Röhren der Nachkommen für die Nachkommen zu verbauen. Ja, wir haben hier zwei Vertreter der Korbblütler, die Kugelliste links und die Rispenflockenblume, die auch zu den Korbblütlern gehört, die hervorragende Vertreterinnen sind für verschiedene Insekten. Und ich habe mal so ein paar Insekten mitgebracht, die auf Korbblütler spezialisiert sind. Und das möchte ich ganz gerne mit fünf verschiedenen Familien machen aus der Gruppe der Pflanzen. Ich zeige euch also immer wieder Pflanzen und hierzu einige Insekten. Und am Ende verstehen wir, dass es hier eine ganz starke Bindung geben kann zwischen Insekten und Pflanzen. Das ist bei etwa 12.000 Arten, also bei einem Drittel aller Pflanzen, aller Insektenarten der Fall. 12.000 Insektenarten von den 33.000 Insekten brauchen bestimmte Pflanzen zur Futteraufnahme und um sie auch zu bestäuben. Also da ist der Pollen sehr entscheidend und der Nektar. Wir sehen links oben die Hosenbiene oder eine
Biene, die zu der Gruppe der Hosenbienen gehört, Mauerbiene in der Mitte, auch an einem Korkhügler, die große Schwebfliege, eine schöne Vertreterin, die sehr wichtig ist in der Bestäubung und auch so schöne Tagfalter wie der Apollofalter, der sehr selten in Deutschland geworden ist. Und das liegt daran, dass der Lebensraum sehr schmal, sehr eng geworden ist. Und diese Art droht auszusterben in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Ja, das sind mal Vertreterinnen zu Korbblütlern. Und jetzt wollen wir uns den Doldenblütlern zuwenden. Also wieder eine Gruppe von Pflanzenarten, die zu unserem Garten prima gehören kann. Da gehört die wilde Möhre als eine der Vertreterinnen dazu. Und beim genauen Hingucken fällt auf, dass die wilde Möhre in der Mitte einen schwarzen Blütenfleck hat. Ich gehe mal mit dem Cursor drauf und hoffe, ihr seht das, den Cursor. Nadine, kannst du mir kurz mal bestätigen, ob du den Cursor siehst? Dann kann ich dir in Zukunft. Nee, leider nicht. Ah, leider nicht. Jetzt weiß ich gar nicht genau, ob hier einen Trick gibt. Ich glaube, hier war irgendein Trick. Ja, Weiß ich nicht. okay. Seht ihr hier beim Blauen was Blaues? Nee, ne? Ah, jetzt habe ich Ja. umgezeichnet. Naja, wie dem. Oh, da bin ich jetzt zu schnell gewesen. Verzeihung, ich gehe nochmal zurück. Aber ihr seht den schwarzen Fleck auf der wilden Möhre. Also in dem linken Bild fällt das auf. Es könnte, sieht so ein bisschen aus, als würde da eine Fliege sitzen. Und das ist auch von der wilden Möhre so gemeint oder so gedacht, könnten wir mal sagen, spaßeshalber. Sie hat nämlich im Laufe der Evolution hat sich heraus gemendelt, dass wenn ich eine Fliege in der Mitte auf meiner Blüte habe, das anderen Fliegen, anderen Bestäuberinsekten signalisiert, hier gibt es Futter, hier gibt es was zu holen. Und das macht, hat die Fliege, da hat sich die wilde Möhre prima ausgedacht. Anders bei der Pastinak, also eine ganz typische Vertreterin für ein Kulturobst, für eine Blütenpflanze, wo die Wurzel früher genutzt wird und das Blatt und die Blüten auch, um den Salat zu tun. Also das ist eine prima Vertreter, das sind zwei Vertreterinnen der Doldenblüter, die unbedingt zu uns in den Garten, den Kleingarten gehört. Auch der Dill und Feldmannstreu, zwei sehr unterschiedliche Arten. Gemein Dill kennen wir auch aus dem klassischen Kräutergarten. Feldmannstreu ist eine Vertreterin für ganz schütterbestandene, schütterbewachsene Flächen. Feldmannstreu lässt schon vermuten, auf kargen Böden mit kargem Bewuchs früher am Feldrand war der Feldmannstreu zu finden. Heißt ja auch nicht umsonst Eriginum campestre, also der Feldmannstreu. Zwei weitere Vertreter der Doldenblüter. Auch die beiden gehören in unseren Kleingarten. Und Doldenblüter haben bestimmte Pflanzen, haben bestimmte Insekten, die sehr gerne sie besuchen kommen. Zum Beispiel der Schwalbenschwanz in der Mitte dieser sechs Bilder. Der Schwalbenschwanz, hier als Raupe dargestellt, muss Doldenblüter haben, sonst kann die Raupe kein Futter finden. Deshalb habe ich hier mal die Raupe dargestellt. Also ohne Doldenblüter kein Schwalbenschwanz. Die schwarze Wegameise oben links im Bild braucht auch Doldenblütler, genauso wie der Siebenpunkt-Marienkäfer, der gerne an Doldenblütler auch jagt. Blattläuse zähle ich nachher noch ein bisschen. Hainschwebfliege unten links, Streifenwanze und Bärenklau-Sandbiene, also eine sehr spezialisierte Wildbienenart, die, wie der Name schon vermuten lässt, am Bärenklau Futter sammelt. Bärenklau ist auch ein Doldenblütler. Jetzt komme ich zu der nächsten, zu der dritten Gruppe der Pflanzen, die Schmetterlingsblütler. Da kennen wir alle den Klee. Klee gehört zu den Schmetterlingsblütlern. Ich habe hier mal zwei Vertreterinnen mitgebracht, die Saatluzerne und den gewöhnlichen Hornklee. Die Saatluzerne ist eine Vertreterin, die auch auf Ackerböden vorkommt, am Wegesrand, also so eine Vertreterin auch der Kulturpflanzen ist. Und der gewöhnliche Hornklee gehört schon zu den Pflanzen, die eher auf mageren Böden wächst, auf Ruderalflächen, sonnenbeschieden.
die eher magere Standorte darstellen. Palmtee, also hier eine Vertreterin von schwach sandigen, von mageren, wenig humosen Böden. Also wenn ihr zum Beispiel euren Gärten hier wie Leo und Gerald in Potsdam haben, dann wäre das die richtige Pflanze für euch, sie nachzukaufen. Und ihr habt ja bei euch in Potsdam auch eine tolle Gärtnerei, die Försterstaubengärtnerei. Da kriegt ihr den Hornklee zu kaufen. Ja, zwei weitere Vertreterinnen, weißer Steinklee und bunte Kronwicke, so ein bisschen kalkliebend, kalkheult. Wicken sind immer so ein bisschen kalkliebend. Also tolle Vertreterin, wenn ihr also Kalkstandorte habt, Kalkböden habt, dann könnt ihr diese beiden nachkaufen. Schmetterlingsblütler werden gern aufgesucht von diesen Arten. Zum Beispiel der prächtige Blattkäfer oben links, so einen irisierenden Elytrien hat er, so wie sagt man da, ein Panzer oder ein Deckflügel, die leuchten, gelb, grün, rötlich leuchten, wunderschön. Den Espasettenbläuling, der in seinem Namen auch schon die Espasette trägt. Der grüne Zipfelfalter in der Mitte. Ein Tagfalter, der relativ unscheinbar ist und nicht so häufig ist. Sechsfleckwidderchen, der zu den Zygnerarten gehört. Und ganz rechts unten eine meiner Lieblingsbienen, die schwarzblaue Holzbiene, unsere größte einheimische Art, die jetzt sehr schön zu beobachten ist. Ich habe sie auch schon Mitte Februar fliegen sehen, eine sehr früh fliegende Art, die schon die ersten Sonnenstrahlen nutzt und hofft, Futter zu finden an Schmetterlingsblütlern. Ohne Schmetterlingsblütler finden wir die Holzbiene in keinen Gärten. Ja, die Lippenblütler ist auch eine tolle Gruppe. Da kennen wir die Taubnessel, gefleckte Taubnessel, aber auch der echte Lavendel gehört dazu. Lavendel blüht ja erst im Mai und Juni, aber Taubnessel können wir jetzt schon blühend sehen. Humose Standorte, bisschen beschattet, finden wir also Taubnesseln vor. Oder diese beiden Vertreterinnen, Wiesensalbei, auf mageren Wiesen, Warndämmen, Leitdämmen, Deichen finden wir Wiesensalbei. Und Feldthymian auch auf den ganz schwachhumosen Böden, auf Sandböden oder auf jeder Kräuterspirale Feldthymian. Die Lippenblütler haben auch wieder eine bestimmte Gruppe von Insekten. Da habe ich euch diese mal mitgebracht, diese Insekten, die wir sehr schön beobachten können. In der Mitte der große Wollschweber, also eine Art, die zu den Dipteren gehört. Ihr erinnert euch, die sehr starke, artenreiche Gruppe am Anfang, dem Schaudiagramm. Die Wollschweber ist eine interessante Gruppe, 12 verschiedene Arten in Deutschland. Da ist der Rüssel, also diese Organ für das Aufnehmen von Nektar, ist sehr lang, kann nicht eingeklappt werden oder eingerollt werden, wie das bei Bienen oder bei Tagfaltern der Fall ist, sondern das steht immer, dieses Organ, diese Glossae, heißt es auch. Das ist so ein Schnorchel quasi. Die Gartenwollbiene oben links im Bild, das ist so eine, sagte ich ja vorhin schon, so eine haarsammelnde Bienenart. Die Männchen sind bewehrt mit Stacheln hinten, die sie zur Verteidigung ihres Revieres einsetzen. Oben rechts sehen wir einen Feuerfalter, der braune Feuerfalter, auch so eine Ruderalpflanze. Unten rechts dunkle Erdhummel. Wahrscheinlich das bedeutendste Tier überhaupt für uns Menschen, denn die Erdhummeln bestäuben, wie ihr wisst, alle Tomaten, Zucchinis, Melonen, Erdbeeren unter Kultur, unter Folien oder in Gewächshäusern. Und der Streifenbär, eine eher seltene Art, die hier auf Lippenblütler steht. Also, wir sehen bei diesen Lippenblütlern, wie dargestellt, braucht es oder finden wir diese Arten, diese Insektenarten in unseren Gärten? Tja, weitere Gruppe ist die Glockenblumengewächse. Glockenblumen kennen wir alle. Pfirsichblättrige Glockenblume unten rechts. Sehr schön. Wir haben 10 Glockenblumenarten in Deutschland. Davon ist das eine. Schmalblättrige Glockenblume kennen wir noch. Dann
andere Glockenblumenarten. Die Scheußer Teufelskralle, eine eher seltene Art. Teufelskrallen sind auf frischen Standorten zu Hause, also die etwas humoser, reicher sind, tiefgründiger sind, feuchter sind, Teufelskralle. Die breitblättige Glockenblume links im Bild ist auch eine typische Vertreterin für unsere Gärten oder Kleingärten. Und wer einen sehr sandreichen, einen sehr mageren Boden hat, einen fast schon dünenartigen Boden hat, der findet hier die Bergsandglöckchen, eine eher seltene Glockenblumenart, die wir gar nicht so dazu zählen würden, aber auch ihre Blüten sind so angeordnet, dass sie zu Glockenblumengewächsen gehören. Und auch diese Glockenblumen haben bestimmte Insekten wieder als Vertreterin, die häufig an ihnen vorkommen und die die Glockenblumengewächse brauchen, um Nektar, Futter, Pollen oder Blattstücke davon zu aufzunehmen. Die kleine Glockenblumen-Scherenbiene gehört dazu. Da sagt der Name schon, dass die Scherenbiene an Glockenblumen Nektar und Pollen sammelt. Und Schachbrettfalter gehört auch dazu. Die Bohrfliege, die wir auch an Margeriten kennen, ist aber auch häufig an an Glockenblumengewächsen zu finden. Und Schwebfliegenarten nehmen auch sehr gerne Pollen an Glockenblumen auf. Glockenblumen sind ja so kelchartig geformt und das ist für die kleinen Schwebfliegenarten ideal, dort die Arterien, die Pollenständer anzufliegen. Deshalb finden wir da viele Schwebfliegen vor. Ja. Ja, ich will mal die Überleitung machen zu ein paar Pflanzen, die wir so kennen. Knauzchen zum Beispiel oder hier nochmal die Wollbiene in größer dargestellt. Da sehen wir sehr schön, wie sie hier an den Byzetina, wie heißt es, Wollziest, Byzetina-Ziest, eine Ziestart, Gartenvertreter, eigentlich gar nicht heimisch, aber macht sich in jedem Garten gut, Pflanzenhaare sammelt und hier ist sie ganz aktiv dabei, mal Nektar aufzunehmen. Oder hier eine Vertreterin aus der Gruppe der Wildbienen, die hier so Blüten aufsucht, links im Bild, die verblüht sind, aber wir sehen genauer hin, da sieht sie auch, dass sie einige Blüten noch auf sie suchen kann. Die sucht sie ganz gezielt und Blüten haben verschiedene Blüten, wie zum Beispiel Storchschnabel, haben sich zur Hilfe gemacht, dass die Pflanzen, die noch voller Nektar sind, farblich anders sich darstellen als schon aufgesuchte Blüten, die dann ihre Farbe verändern. Insekten, insbesondere Bienen, sehen verschoben zu uns, unserem Sehvermögen verschoben im Ultraviolettbereich, also sehen in einem anderen Spektralbereich, als wir das sehen. Da erscheinen die Farben anders. Hier nochmal die stahlblau-schwarze Holzbiene, unsere größte Art mit fast 30 mm groß, kann 2 Generationen pro Jahr, in sehr günstigen Jahren sogar 3 Generationen bilden. Hier mal eine rotbeinige Holzschlupfwespe, also eine Wespenart, die gehört auch zu der Gruppe der Hautflügler. Und diese Schmalbauchwespe ist hier zu sehen mit ihrem Legestachel, die sie in eine Nisthilfe bohrt. Dahinter vermutet sie ganz richtig ein Wirtstier. Das ist vermutlich hier eine Wildbienenart. Und diese Holzschlupfwespe legt mit ihrem Ovopor, mit ihrem Legestachel, ein Ei in diesen Hohlraum, in diesen Raum hinein, in diese Höhle hinein und verbringt damit ihr eigenes Nachkommen dort in diesen Hohlraum. Der eigene Nachkommen der Holzschlupfwespe aus dem Ei schlüpft die Larve und die macht sich sofort auf den Weg und frisst die andere Larve auf, die wird des Wirtstieres und frisst danach den Pollenproviant. Und kann sich darin dann in dem Hohlraum zu einer nächsten Generation der rotbeinigen Holzschlupfwespen entwickeln. Ja, hier haben wir nochmal die Vertreter
Der Wollschweber, die gibt es nicht nur in diesem schönen hellen Grau oder Braun, sondern auch ein bisschen dunkler. Hier haben wir mal eine einen kahlschwarzen Wollschweber, also eine andere Art, die wir in den Sommermonaten Juni, Juli, August finden in unseren Gärten. Oder hier eine Vertreterin der Dipteren, der Zweiflügler. Fliegen und Schwebfliegen sind immer sehr schön an den großen Augen zu erkennen und an den kürzeren, relativ kurzen Fühlern. Und das macht sie, lässt sie doch relativ schnell von den Wildbienen und Wespen absondern und lässt sie sehr schnell ansprechen, auch als Zweiflügler, als hier in dem Falle als Schwebfliegenart. Ja, eine weitere Schwebfliege ist die gemeine Feldschwebfliege, wie hier auf der linken, also wie hier auf der Seite, und links unten seht ihr die Larve der Schwebfliege, der gemeinen Schwebfliege. Eupyodes colorei ist der Name dieser Schwebfliege. Und die Gruppe der Sylphiden, die ist relativ groß. Die Sylphiden ist die Gruppe der Schwebfliegen, die ist immer mit 650 Arten, doch relativ artendivers in Deutschland, wobei wir etwa nur 10 Arten bei uns in unseren Gärten finden. Hier mal einen Marienkäfer. Ich weiß nicht, ob ihr den Vierfleck-Kugel-Marienkäfer kennt. Unten links wieder seine Larve. Der Vierfleck-Marienkäfer oder vierfleckige Kugelmarienkäfer, wie der deutsche Name heißt, ist häufig. Wichtig ist, dass die Eier unterseits der Blätter abgelegt werden und die Larven sich sofort auf den Weg machen, das, was wir mit Schädlingen, mit Blattläusen bezeichnen, zu vertilgen. Die adulten Käfer leben im Moos, Laub und Streu. Werden circa ein Jahr alt, dann ist das Leben auch schon zu Ende und sind prima geeignet, gegen Wollschildläuse vorzugehen. Wenn wir also Wollschildläuse haben, dann sind die Vierfleck-Kugelmarienkäfer genau der richtige Gegenspieler. Ja, hier mal der Schwalbenschwanz. Ich hatte vorhin ja die Larve gezeigt. Wir erinnern uns, Schwalbenschwänze brauchen Doldenblütler. Und mögen gerne großflächige ruderale Standorte. Ruderal heißt so viel wie nicht so stark bewachsen mit fetten Gräsern, sondern eher auf schwachwüchsigen, meistens kleinwüchsigen, artenreichen Staudenfluren. Da könnten zum Beispiel Lichtnelken stehen, Sandglöckchen stehen oder ja. Oder Doldblütler. Das kennt ihr alle, das ist der Zitronenfalter. Und dieser Zitronenfalter braucht einen einzigen Baum, um daran seine Eier abzulegen. Fehlt dieser Baum, fehlt dieses Gehölz, dann fehlt auch der Zitronenfalter. Und deshalb ist meine Empfehlung, in jedem kleinen Garten gehört der Faulbaum. Also eine einheimische Gehölzart. Ohne Faulbaum kein Zitronenfalter. Faulbäume werden eben in der Wuchshöhe nicht so groß. Wir können ihn auch zurückschneiden. Dezent. Er mag den großen Rückschnitt nicht so gerne. Aber die 4 Meter hält er locker ein. Von daher in jedem kleinen Garten einen Faulbaum pflanzen. Das ist der gebänderte Pinselkäfer, auch so eine sehr schöne Art, hier mal auf einer Pflanze, die ihr schon kennt. Die wilde Möhre mit dieser markanten Fliege in der Mitte, also unten links eigentlich im Bild. Und dann seht ihr noch zwei weitere Vertreter oder drei weitere Käfer oder Wanzen auf der rechten Seite unter dem Pinselkäfer. Die Arten kann ich leider nicht bestimmen, weiß ich jetzt nicht.
aber hier ganz typisch der Pinselkäfer auf der wilden Möhre. Keine Sorge, unsere Käferarten, Insektenarten sind alle ungefährlich, es sei denn, wir reagieren auf ein Bienengift, Wespengift allergisch, mit einem allergischen Schock, also eine Reaktion, die aber in der Ursache andere Gründe hat. Alle anderen Käfer, wenn sie denn mal irgendwie uns kneifen sollten, zwicken sollten, ungefährlich. Gemeiner Ohrwurm kennen wir auch. Dieser Forficula-Art, wie sie heißt, hat Zangen ganz hinten am Abdomen, am Hinterleib. Das Interessante ist, damit kneift sie nicht die Blattläuse, sondern hält den Geschlechtspartner. Wir sehen verstümmelte Flügel in der Mitte dieses Körpers, lange Fühler. Übrigens werden mit den Fühlern Duftstoffe aufgenommen. Also die sogenannten Pheromone, und das können auch diese Ohrwürmer hervorragend, die Pheromone schon in Hunderten von Metern weit ihres Geschlechtspartners wahrnehmen. Also mit den Zangen werden Blattläuse fixiert. Also ein herrlicher, ein guter Vertreter, um Blattläuse so ein bisschen in Schach zu halten. Wie kann ich denn so Ohrenkneifer fördern in meinem Garten? Naja, mit diesen Blumentöpfen an einem Baum oder Strauch oder in einen Strauch aufgehängt, möglichst mit Kontakt zum Leitast, zum Haupttrieb, zum Stamm. Und dann, damit mir das Material nicht rausfällt, haben wir so Hasendraht eingebracht, der durch das Loch oben fixiert wird, kann also oben angebunden werden. Und dann wird er in den Baum gehängt und dieses Substrat hier nachgeahmt, Bodensubstrat, wird es in die Höhe gelegt. So ist der Ohrenkneifer auf kurzem Wege in die Baumkronen und frisst dort Blattläuse. Also das kann man prima auch mit solchen einfachen Techniken bei sich selber befördern. Also wir schaffen auch immer wieder Orte, Refugien, wo wir Antagonisten ein Refugium schaffen, wo sie Störenfriede oder wie sagt man da, Blattläusen ihren Garaus machen. Die Streifenwanze hatte ich vorhin schon mal im Bild. Also Wanzen. Wanzen zeichnet sich aus durch einen meist spitzen Hinterleib, der häufig dreieckig mit so sehr markanten Raute versehen ist. Hier die Streifenwanze. Doldengewächsler habe ich ja schon erzählt, Engelwurz, Möhre, Girsch, Manstreu, das sind die Arten, auf denen wir Streifenwanzen finden. In höheren Mittelgebirgen zu Hause, also je nachdem, wo ihr jetzt zu Hause seid, aber in Hochlagen sind sie nicht mehr. Und in Kulturpflanzen wie Dill und Fenchel, den mögen sie besonders gern. Hier mal an einer Trespe oder an einem, ja, ich glaube, gemeine Trespe, aufrechte Trespe, also an einem Gras zu sehen. Ja, diese kurzflügelige Schwertschrecke, Verzeihung, fast schon Zungenbrecher, ist eine häufige Vertreterin der Grashüpfer. Schwertschrecke deshalb, weil sie einen schwertartigen Legestachel hat. Dass ein Weibchen damit gut zu erkennen, lange Fühler, die viel länger sind als ihr eigener Körper. Und auch Heuschrecken sind im Sommer, Juli, August, gerade diese Schwertschrecke dann häufig bei uns zu finden. Also eine Vertreterin in jedem Garten sind auch Heuschrecken. Viele Heuschrecken ist immer ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich überwiegend guten Grasbestand, hochwüchsigen Grasbestand haben, mähen wir unseren Rasen häufig, dann haben wir wenig Heuschrecken. Ja, ich hatte Wasserflächen angesprochen vorhin und in jeder Wasserfläche, in jedem naturnah gestalteten Garten finden wir auch Azurjungfern, wie diese hier zum Beispiel, die sich hier festhält an einem Grashalm. Die haben ja ganz spannendes Leben, diese
diese Libellen. Warum sage ich das? Weil ein Teil ihres Lebens unter Wasser stattfindet. Sie legen also ihre Eier an die Wasseroberfläche oder unter das Blatt eines Schwimmblattes. Und aus diesem Ei schlüpft dann die Larve, die fällt zu Boden und macht nun verschiedene Stadien im aquatischen Zustand, im aquatischen Milieu durch, bis sie dann am Ende dieses aquatischen Lebens herauskrabbelt. Das dauert wenige Wochen bis Monate und dann sich häutet. Und dann finden wir manchmal diese Exuvien, diese Häutungen an Pflanzenstängeln. Schöne Beobachtung. Hier kann man an den Exuvien auch bestimmen, welche Art es ist. Das war schon ein kurzer Blick über eine Gruppe von verschiedenen Insektenarten, die wir in unserem Kleingarten vorfinden. Ich will jetzt so ein bisschen die Überleitung machen. Wie könnte unser Kleingarten aussehen? Was brauchen wir noch an Strukturen? Das ist mein Blick in einen Kleingarten hier in Hamburg. Und als vorhin Annette Kraus, die vielleicht noch unter uns ist, ich sehe ja nicht mehr alle, die jetzt noch da sind, aber aus Ahrensburg, dann habe ich mich daran erinnert, dass ich sie mal kennengelernt habe, ich glaube 2017. Da hat nämlich der Landesverband der Gartenfreunde in Schleswig-Holstein einen landesweiten Pflanzwettbewerb ausgerufen und ich war in der Jury damals und ich meine, dass wir uns da kennengelernt haben, dass du damals teilgenommen hast oder 3 Jahre später. Also das ist hier in der Nachbarstadt, also nicht in Ahrensburg, wo du zu Hause bist, sondern in Hamburg aufgenommen. Ein sehr artenreicher Kleingarten mit einer kleinen Parzelle. Ihr seht, großer Baumbestand in der Grenze. Aber hier wurde auf 400 Quadratmetern schon sehr intensiv gearbeitet, will ich mal sagen. Ja, was braucht so ein Garten, so ein Kleingarten? Also Rosen dürfen nicht fehlen. Jetzt sagt ihr, welche Rosen, wie sehen die aus, welche Rosenart nehme ich da? Naja, da wir eine ganze Reihe von einheimischen Rosen haben, sollten wir die wählen oder auch Kulturrosen haben, sollten wir vor allen Dingen die wählen, die nur 5 Blütenblätter zeigen und damit zu den Wildrosen gehören. Alle Wildrosenarten haben nur 5 Blütenblätter. Haben sie mehr, sind sie keine Wildrose. Sie ist gezüchtet. Ist sie gefüllt, sind sie sowieso gezüchtet. Weil man in der Zucht, in der Rosenzucht, die Rosen selektierte, gezüchtet hat, die möglichst die Anlage hatten, die Blütenblätter zu vervollständigen, in die Mitte zu setzen. Man hat also selektiert, hat das ganz bestimmt herausselektiert, gezüchtet. Und gefüllte Rosen sind schön anzusehen. Häufig ist es so, dass gefüllte Rosen keinen Landeplatz darstellen für Insekten und Rosengewächse, eine Gruppe, die ich jetzt nicht vorgestellt habe, aber hier haben wir ja eine tolle Vertreterin, sind super reich an Nektar und vor allen Dingen Pollen. Und wenn wir Rosen, wie das hier in den kleinen Bildern unten links dargestellt ist, schaffen in unserem Garten die Pimpernellrose, Zimtrose zum Beispiel, Hundsrose, dann haben wir tolle Vertreterinnen von Rosengewächsen. Machen sich auch an Torbögen schön. Ja, das Thema gefüllt und ungefüllt habe ich hier mal dargestellt. Staudenbeete sehen wir häufig. Sind häufig mit Geranien besetzt. Wir haben da verschiedene Geranienarten oder Sorten dargestellt und ein großer Teil davon ist gefüllt. Eine davon ist nicht gefüllt, links oben in dem Sechserbild. Das zeigt sehr schön, was ich meine, wenn ich sage Landeplatz und viel Futter, viel Nektar, viel Pollen für Insekten. Wir wissen ja, 12.000 Insektenarten sind bestäubend. 12.000 Insektenarten suchen Pflanzen auf, weil sie an den Pollen und Nektar wollen, also ein Drittel aller Insekten. Das geht bei den anderen 5 Arten oder Sorten nicht gut. Da kommen sie an den Pollen gar nicht ran, weil der verschlossen ist mit den gefüllten Blüten, mit den gefüllten Blütenblättern. Ja, hier mal so ein Blick auf eine Blumenwiese. Das ist prima für Wildbienen, Hummeln, Ameisen,
Schlupfwespen, Flohfliegen, Fliegen aller Art, Schmetterlinge, Raupen und so weiter. Checkliste dafür ist immer, magere Böden eignen sich besser für solche Blumenwiesen als schwerere, fettere, nährstoffreichere Böden. Und eine Teilnehmerin hat gesagt, vorhin, Franziska war das, dass sie 2500 Quadratmeter Rübenacker übernommen haben und darin jetzt ihren Garten gestalten dürfen. Das ist für eine Blumenwiese, eine artenreiche Blumenwiese, eine echte Herausforderung, weil bei euch im Rübenacker im ersten, zweiten bis zum 10. Jahr noch so viele Nährstoffe drin stecken, dass das schwierig zu realisieren ist. Denn je fetter, je nährstoffreicher ein Boden, desto schwieriger ist das Vorhaben, eine artenreiche Blumenwiese zu schaffen. Aber jeder Kleingarten, jeder kleinere Garten kann sowas leisten. Es gibt immer wieder die Pflanzenmasse nach dem Mähen. Ein bis zweimal im Jahr die Pflanzenmasse, diese Biomasse abzuräumen und damit Biomasse dem Recyceln, dem Metabolismus zu entziehen, dem Boden zu entziehen, ihn zu kompostieren, ihn also von der Bodenfläche runterzunehmen und so aushagern zu lassen. Aushagern heißt Biomasse entziehen, Nährstoffe entziehen und damit die Umsetzung vor Ort zu verhindern. Und damit kann ich Nährstoffe entziehen und macht den Boden magerer. Ja, Gartenteich gehört auch zu, finde ich, jedem Kleingarten dazu, sagen wir mal zu jedem zweiten. Er darf nicht größer als 10 Quadratmeter sein. Dieser ist hier genau 10 Quadratmeter groß, haben wir gepflanzt in dem Kleingarten, den ich betreue, beim Bezirksverband der Gartenfreunde Treptow. Treptow ist ein Bezirk hier in Berlin. Hat sehr viele Kleingärten, 5000 Stück. Und da haben wir mal in unserem Wildbienenschaugarten, den wir extra gestaltet haben, diesen Gartenteich geschaffen. Das ist jetzt hier im zweiten Jahr. Ihr seht also, Iris ist vorhanden, verschiedene Gräser, Froschlöffel, Teichrose, und eine schöne Bepflanzung drumherum, die immer mehr, ja, immer mehr auch dichter wurde. Ich hätte jetzt ein Vergleichsbild von diesem Jahr oder vom letzten Jahr noch dazustellen sollen. Das ist schon ganz anders geworden. Dieser Gartenteich ist jetzt im vierten Jahr und erfreut sich großer Beliebtheit bei Vögeln zum Baden, bei Libellen zum Eier ablegen. Und wir haben ihn bewusst nicht mit Fischen besetzt. Wenn wir das getan hätten, dann reduziert sich die Artenvielfalt wieder, weil Fische alle anderen Insekten gerne auffressen. In Fließgewässern sind Fische hervorragend, in Gartenteichen, finde ich, sollten sie nicht sein. Da wollen wir den Lebensraum schaffen für Amphibien, also für Lurche, Frösche und ja, von daher meine Empfehlung, in keinen Gartenteich Fische hineinsetzen. Hier haben wir mal eine Kräuterspirale. Diese Kräuterspirale steht nur 5 Meter entfernt vom Gartenteich. Die haben wir neu aufgesetzt. Die andere war gebaut mit Beton zwischen den Fugen, Steinfugen. Das wollten wir nicht so gerne. Also haben wir hier lose Steine in einem Trockenmauerkonzept übereinander gesetzt. Trockenmauer deshalb, weil die Steine trocken aufeinander gesetzt sind, ohne Beton, ohne Füllmaterial, ohne Fugenmaterial, deshalb trocken. Und ihr seht hier sehr schön mal verschiedenste Kräuter von trocken zu feucht. Je feuchter, je tiefer wir kommen, desto feuchter ist es, weil Wasser die Eigenschaft hat, runterzulaufen. Feuchtigkeit sammelt sich im unteren Bereich. Je weiter wir oben sind, desto trockener, je tiefer, desto feuchter. Ja, hier mal ein Totholzhaufen, ein Morschholzhaufen. Im Vordergrund sehen wir schön Salomonsiegel, der da blüht. Also eine Maiaufnahme, verrät sich dadurch schon eindeutig. Ja, und was wir hier vorfinden, sind Stämme, Holzstämme, die wir gesammelt haben und hier in den Garten gelegt haben. An diesem Morschholz, an diesem Totholz leben zahlreiche Insektenarten, insbesondere Käfer.
Und wir können hier ein Refugium schaffen für holzbewohnende Arten, die gerade diese verschiedenen morsche Stadien nutzen, um darin Eier abzulegen, das Material zu fressen, also hineinzubohren, das Material zu fressen oder in den Müll leben. Und da kennen wir den Hirschkäfer, der hier nicht anzutreffen wäre. Aber der mag sowas besonders gerne. Ja, in keinem Garten darf auch sowas fehlen. Ein Reisighaufen, hier mal in der Nachbarschaft eines Kompostes. Sowas ist ein tolles Dorado für Igel und die fühlen sich da pudelwohl. Die brauchen solche Art von Unterschlüpfen im Winter. Jetzt geht der Winter zu Ende. Jetzt kommen die Igel zum Vorschein, rennen wieder draußen rum, sind hoffentlich gut über den Winter gekommen und die brauchen natürlich dann einen artenreichen Garten, den ihr mit den Pflanzen, die ich gezeigt habe, schafft. Und zum Ende hin meines Vortrages möchte ich ganz gerne noch eine bedeutende Vertreterin der Flora zeigen. Brennnesseln gehören zu einer eigenen Gruppe der Brennnesselgewächse, der Urtikazäen. Interessant, davon gibt es nur wenige Arten in dieser Gruppe bei uns in Deutschland. Was ist an den Urtikazäen so besonders? Ja, sie sind Herberge für 35 Tagfalterarten. Wir haben rund 200 Tagfalterarten in Deutschland. Also etwa ein Fünftel davon oder ein Sechstel davon, vielmehr, braucht Brennnesseln, um daran Futter zu finden, um sich daran zu entwickeln als Eiablage. Und hier sind mal ein paar Vertreterinnen aufgeführt: Seefalter, kleine Fuchs, Tagfallauge, Admiral, Landkärtchen, die in Larve oben in adulter Form unten, adult heißt erwachsen, flugfähig, adulter Form unten dargestellt sind. Also dieses Paar und ohne Brennnesseln fehlen diese Nesselfalter. Also bitte daran denken, in jedem Garten auch Brennnesseln stehen lassen, meinetwegen auch gerne ernten, in einem sehr frühen Stadium, wie jetzt zum Beispiel. Bei uns hier in Berlin kann ich prima Brennnesseln jetzt ernten, mit einem Nudelholz abrollen, dann gehen die Nesseln kaputt, so kann ich das prima als Salat essen. Also lässt sich auch so prima verköstigen. Aber für diese Arten ganz wichtig als Eiablage und als Futterpflanze. Abschließend möchte ich ganz gerne noch auf einen Wettbewerb hinweisen, den ich vorhin ansprach, den Deutschland-Sumpf-Pflanzwettbewerb 2024, an dem ihr alle teilnehmen könnt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Am Ende gibt es Preise zu gewinnen, Sach- und Geldpreise. 400 € für den ersten Preis. Wir feiern das immer sehr schön. Wir haben immer über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Abschlussfeier, an der Prämierungsfeier. In 11 Gruppen und der Kleingarten ist ja eine eigene Gruppe und die Franziska, die einen Privatgarten hat mit 2.500 Quadratmeter, hat eine eigene Kategorie, das sind die sogenannten großen Privatgärten und ich glaube, wir hatten noch jemand hier, der mit Privatgarten da war, vielleicht ist der nur 300 Quadratmeter, 400 oder 500 Quadratmeter groß, das sind unter 500, sind das die kleineren Gärten. Und wer nur einen Balkon hat, ist auch eingeladen. Auch diese Kategorie gibt es auch. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Meine Hauptaussage sollte sein, bei diesem Vortrag insektenfreundliches Gärtnern im Kleingarten, dass wenn wir die einheimischen Pflanzen wählen, wir auch unsere einheimischen Insekten fördern können. Weil es hier eine hohe Abhängigkeit zwischen Pflanzen und Insekten gibt. Ist hier die Wahl der einheimischen Flora ganz wichtig. Jetzt ist die Frage, wo gibt es sowas? Wo kann ich überhaupt diese Stauden kaufen? Im besten Fall habt ihr eine schöne Pflanzentauschbörse bei euch im Kleingarten. Das macht ihr mit den Nachbarinnen, den Gartenfreunden. Ihr tauscht Pflanzensamen aus. Wenn da nicht viel zu holen ist, gibt es natürlich Saatguthändler, die verkaufen aber keine kleinen Mengen. Also da gibt es eher nur so in Kilogramm Portionen, das ist zu viel. In Baumärkten kriegen wir unsere einheimischen Pflanzen nicht. Das sind alles gezüchtete Formen oder gezüchtete großblütige
häufig dann auch noch in auf Tauch oder auf Substraten herangezogene, schnellwüchsige, großblütige Pflanzen. Hier braucht es Staudengärtner eures Vertrauens und Gärtnerinnen natürlich genauso. Die sind rar gesät und glücklicherweise hat sich parallel zu der Aktion der Deutschen Schreberjugend und des Bundesverbandes der Kleingärtner eine weitere Initiative auf den Weg gemacht, genau das zu ergründen, genau diese Lücke zu füllen. Wo gibt es Stauden, die einheimisch sind? Und tausende Gärten, tausende Arten heißt diese Initiative, die hat eine schöne Landkarte der Staudengärtner und der Pflanzenverkäufer, Verkäuferinnen, die diese richtigen Pflanzen anbieten. Also geht bitte auf die Webseite Tausende Gärten, Tausende Arten und sucht da nach der Landkarte mit den Staudengärten.